Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder Kingmaker. Mit dabei Larissa. Und wir stehen immer noch im uralten Grab und sind dabei, Cappuccinos Machenschaften auch, vollständig aufzudecken, hoffentlich. Mal gucken, was der Junge so machen möchte. Muss ich mich kurz wieder umgewöhnen, weil die Steuerung ist ein bisschen anders als bei Divinity. Warum auch immer. So. Vielleicht, weil du bei Divinity nur einen Charakter steuerst und nicht vier? Ja, das mag sein. Komm hier doch nicht mit Logik, ey. Ich und Logik niemals. Das alte Grab erkunden. Tartuccios Spur folgen. Alte Zyklopen. Cappuccinos Spur verfolgen. Entschuldigung. Cappuccinos Spur verfolgen. Mein Fehler. Sehe ich ein. Ich wollte jetzt eigentlich auch gerade nur wissen, was ich da gerade eingesammelt habe. Eine alte Zyklopenmünze. So leicht hält er uns nicht zum Narren. Wir werden der Spur folgen und den Anführer finden. Wir gucken uns trotzdem mal den Rest von dem Viech hier immer auch noch an. Ne? Das sieht irgendwie neblig aus. Schick mal unsere Untote rein. Ich frage mich gerade, warum unser Wahrnehmung. Da ist irgendein Wahrnehmungswurf. Hat geklappt. Aber was hat die denn wahrgenommen? Vielleicht da, wo das, wo die Lupe ist? Da. Ich glaube, es bringt nichts, wenn ich auf meinem Bildschirm zeige und sage da. Das ist inhaltlich richtig, aber wir haben jetzt gerade eine Falle entdeckt. Ein vor langer Zeit erodiertes Flachrelief der Sonne. Es trägt die verblassten Umrisse vier seltsamer Kreaturen. Komm mal her, Amiri. Lauf mal an der Falle vorbei. Was haben wir denn da? Schwächestrahl. Einen Granatring und fünf Gold. Wir müssen beim nächsten Level Up echt drauf gucken, dass irgendeiner Schlösser knacken lernt. Oder wir müssen uns wirklich einen erfahrenen Schurken anleiern. Ja, aber wollten wir nicht ein erfahrener Schurke werden? Ja, guter Punkt. Frau Messerstecher, wir hauen alle um. Ich habe nicht gesagt, dass wir ein Smooth Criminal werden. Ich habe nur gesagt, wir sind ein Schurke. Ach so, na gut, das ergibt Sinn. So. Tempel des Elchs finden, das sind ja alles irgendwie so Nebenquest-Gedöns. Wollen wir jetzt trotz allem mal als nächstes gucken, dass wir wieder zu dem Oleg-Hof zurückgehen, ein bisschen was verkaufen. Und uns dann weiter auf den Weg machen. Was ist denn im Moment gerade die Hauptquest nochmal? Die alte Hütte untersuchen. Ja, das sollten wir danach machen. Aber guck mal, wir müssen ja eh noch hier den Ring wieder abbringen. Brauchen wir hier noch was von? Glaub nicht, wa? Nö. Gut. Würde allerdings. Achso, warte mal. Ha! Mensch! Wunderbar! Dieser erste Schwall frischer Luft nach der abgestandenen feuchten Stickigkeit des Grabes. Vor uns erstreckte sich eine grenzenlose Heide, durchzogen von Hügeln, Senken und Bereichen mit niedrigen Büschen. Die Spur von Cappuccino und seinen Gefährten war bereits kalt. Ja, wissen, ne? Aber so leicht würden wir nicht aufgeben. Egal, ob die Spur schon kalt war oder nicht, wir mussten ihr folgen. Na, leider hat's nicht geklappt. Nun, egal wie lange wir auch auf das wogende Meer aus Gras starrten, wir konnten nicht erkennen, in welche Richtung Cappuccino gegangen war. Trotz unserer Entschlossenheit mussten wir diesmal eine Niederlage hinnehmen. Ach, schade. Schade. Ja, das ist halt das Würfelsystem, ne? Du hast halt, kannst noch so einen guten Wert haben. Im Zweifel würfelst du eine 20. Ja, ne, es ist DSA, aber. Eine 20 hat Julian gestern gewürfelt, also auf der Wasserlache ausgerutscht ist in die Community. Komm, zeig mir die Weltkarte.
Ich würde aber trotzdem sagen, wir gehen auf einem anderen Weg zum Hof zurück, als wir gekommen sind. Dann Ja, decken wir ja klar. gleich noch ein bisschen mehr auf, ne? So, hier waren wir, hier sind wir jetzt. Wobei die alte Eiche ist. Warte, nein, da hinten ist die Hütte. Ja, guck mal, warte mal. Also wenn wir jetzt aber erst sagen, wir gehen zum Handelsposten zurück, können wir ja hier auf dem Weg die Hütte freischalten, ne? Ja. Nein, ich möchte die nicht betreten. Ich möchte da nur, ich bin nur Durchreisender. Was ist denn das? Brombeerwiese. Obstgarten, in dem es heute Dornbüsche und köstlichen Beeren wachsen. Okay. Was kriemelst du da so? Nichts. Was soll das? Kann so nicht arbeiten. Ja, diese Örtlichkeit möchte ich betreten. Ich weiß immer noch nicht, was ich von der Karte halten soll. Ja, ich finde sie schon cool. Ja, aber dieses Klicksystem. Naja, ich meine, gut, das alte Baldur's Gate-System wäre ja gewesen, dass du aus jeder Region heraus nach Norden, Westen, Süden, Osten rausgehen konntest und dann in unterschiedliche Teilgebiete weitergehen konntest. Hat halt auch so ein bisschen was von so einer ähnlichen Idee, aber so ist es, glaube ich, ein bisschen komfortabler umgesetzt. Na klar. Aber das alte hat halt auch seinen Charme. Und eine generelle normale Karte wäre halt, ist halt auch nicht schlimm. Ja, dieses komische links, rechts, geradeaus, komische in Richtung Links, bewegen. rechts, geradeaus, links, rechts, geradeaus. Entschuldigung. Was ist hier los? Hör zu! Also, nachdem ihr die Ah, Banditen so geschickt. Frau, du übersteuerst. Nachdem ihr die Banditen so geschickt erledigt habt, vielleicht könnt ihr uns noch bei einem anderen Problem helfen? In den Wäldern hier lebt ein sehr aggressives Schwein. Kein gewöhnliches Wildschwein, ein gemeingefährlicher Eber. Groß wie ein Bär und böse wie ein Teufel. Ich sag's euch, die Einheimischen nennen ihn Schlitzzahn. Viele Jäger haben schon Gliedmaßen oder gar ihr Leben an ihm verloren. Fettel Bensen hat sein Versteck gefunden und wollte das Biest töten. Er kam mit einem Bein weniger zurück. Er hat ein Kopfgeld auf den Eber ausgesetzt, aber offenbar ist niemand in der Gegend mutig genug, es sich zu verdienen. Vielleicht könnt ihr uns von diesem Ungeheuer befreien? Mal, frisst du dein Mikro? Nein? Weil Rip-Headphone-User, ne? Also. Uiuiui. Alter, ich muss dich mal ein bisschen leiser machen. Alter. Ich bin sogar von meinem Mikro 10 cm weg. Ja, jetzt kannst du das auch machen. Jetzt bist du 25% leiser. So, weiter geht's. Entschuldigung für die Zwischenbemerkung. Amiri lebt sichtlich auf. Hey, wir sind doch alle mal besser als die Feiglinge hier, oder? Wetten, dass ich mit diesem Schlitzzahn mit einem einzigen Hieb die Schnauze abschlagen kann? Kommt, wir finden es raus. Also schön, töten wir diesen Schlitzzahn. Amiri grinst breit und schlägt ihr auf die Schulter. Sehr gut, so gefällt mir das. Also los. Die haben ja nicht gesagt, wann wir das tun müssen. Ja, ich guck lieber, ob da ein Zeitlimit drauf ist. Das ist ein Auftrag vom Gefährten, ne? Das ist ja nochmal wieder eine andere Art von Nebenquest. Sehr gut. Oh, wir müssen warten, bis Cappuccino sich wieder zeigt. Ja. Tempel des Aesphyn, Schlitzzahn töten. Jetzt erstmal mit Oleg handeln und mit Bolek hier. So. Den wollte ich behandeln, den wollen wir behalten. Seil behalten war. Tintenfass kann weg. Du bist eine Schriftrolle. Du bist verzaubert. Ich behalte mal sowieso dich, gehen wir gleich ab. Den brauchen wir nur zum Verkaufen, genau. Das waren die Meisterstückbeine, die brauchen wir nicht. Das haben wir gelesen. Wollen wir das behalten? Nö. Soll er damit was machen? Ja, gnomischer Hakenhammer bringt uns halt nichts, ne? Also weg damit. Glück damit.
Also du bist was zum Kochen, du bist was zum Kochen. Der kann weg. Der kann weg. Habe ich das mitgenommen? Du bist ein Trank. Vielleicht sollten wir gleich mal die ganzen Kochzutaten in unsere Kiste bringen. Das können wir gerne tun. Schuppenpanzer, müssen wir da nochmal gucken. Konto weg, das Konto weg, das bleibt. Konto auch weg, du bist zum Kochen. Kann auch weg. Jo, passt doch schon mal soweit. Mhm. Dann können wir jetzt erstmal auch gleich ein paar neue Tränke holen, ne? Umsortieren den ganzen Bums. So, was war das jetzt hier? Leichte Rüstung beschlagen. Das war nicht besser als unsere, ne? Mhm. Die Maximalgeschicklichkeit ist halt eine höher, aber ich weiß nicht. Okay, ich meine, die Arcana Zauber Fehlschlagchance, die ist ja für unseren Charakter völlig egal. Mhm. Weil der zaubert ja nicht. Also würde ich doch glatt die nehmen, weil die keinen Rüstungsmalus hat. Ja. Außer sieht jetzt scheiße aus, dann nicht. Nee, geht. So. Ach, guck mal, wir haben schon zwei Fragmente an der Halskette. Habe ich gar nicht mitbekommen. Gehen wir nochmal durch. Kannst du das Ding tragen und ist das besser? Nein. Wie sieht es bei dir aus? Du bist eher so schwere Rüstung, ne? Ja. Hm. Du bist wahrscheinlich auch so eher schwere, mittelschwere. Ah, doch, mittelschwere Rüstung. Aber die ist, Ja, da geht man halt den Rüstungsmalus mit der Rüstungsklasse wieder auf, ne? Hm. Das gleicht sich dann schön aus. Also, die würde ich einfach das tragen lassen. Ja. Gut. Wie weit sind wir eigentlich noch vom Level ab entfernt gerade? Weißt du was, Anna? Da. Oh. Ja. Doch noch ein Stück. Mhm. So, ein großes Stück. Ihr wollt einige Tränke? Achso, ja, zum Handeln wollte ich das jetzt nicht immer vorlesen, weil das ist ja wahrscheinlich immer der gleiche Tank. Ja. Der gleiche Dingens ist. Ja, ich nehme mal leichte Wundenheilen noch mit, ne? Das ist immer gut. Einfach alle 99 mitnehmen. Ich glaube, können sie uns leisten. Ne, können wir nicht, verdammt. Ich kann nicht rechnen. Dann sagen wir mal 20, ne? 20 können wir uns sicher leisten. Ich muss schon sagen. Dann nehmen wir noch 10 leichte Wunden verursachen mit. Für Jafel. Und verkaufen noch das, was wir gerade nicht verkaufen wollten. Das ist zwar im Vergleich nicht so viel, aber das können wir ja trotzdem weghauen. Jo. Und sonst noch irgendein Trank hier? Was man nicht, wa? Nö. Mhm. Na, Magierstab, wir haben keinen dafür, ne? Anders war das erstmal so. Zack. Und dann. Die sind alle noch verteilt, das ist gut. Ja, da kann man doch erstmal mit arbeiten, ne? So, unsere Tour war doch oben, ne? Ja. Svetlana schnacken. Oh, wir haben eine Katze hier rum. Süß. Ah, die gehört uns jetzt. Ja, wir adoptieren sie einfach.
Ich wünsche euch einen guten Tag. Braucht ihr etwas? Ich helfe, wo ich kann. Achso, ja, das Erste. Ich habe euren Ring gefunden, Svetlana. Kressel, die Banditin, die ihn hatte, wollte mich töten und starb dabei. Svetlana seufzt traurig. Ich sollte euch wohl die Wahrheit über sie erzählen. Kressel war nicht ihr richtiger Name. Vor all dem hieß sie Irena. Sie war die Tochter meiner Mutter und ihres zweiten Mannes, meiner Halbschwester. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich an all dem schuld bin, was ihr widerfahren ist. Sie war schon immer ein Wildfang, lungert auf den Straßen herum und gab sich mit den falschen Leuten ab. Mutter hat sich bis zu dem Tag, an dem sie starb, immer über Irena beschwert. Damals ging es nur um grausame Spiele und seltsame Eskapaden. In Restorf hat sie nie jemanden ernsthaft verletzt. Ihr Vater hat unsere Mutter nicht lange überlebt, also beschloss ich, Irena zu helfen. Ich brachte sie hierher, in die Raublande, obwohl Oleg dagegen war. Und kaum war sie hier, geriet sie in die Fänge des Hirschkönigs. Sie hat ihn nie persönlich getroffen, aber die Geschichten und Gerüchte der hiesigen Jäger und Banditen reichten aus, um sie zu überzeugen. Sie erzählte uns, im Gegensatz zu den Weichlingen in Restorf wäre er ein wahrer Anführer. Schließlich lief sie davon und kehrte mit einem neuen Namen und einer Horde von Banditen zurück, um Steuern von uns einzutreiben. Und schlimmer noch, sie beteiligte sich an der Folter und Hinrichtung der Gefangenen des Hirschkönigs. Und trotz dieses Endes, ich weiß, ihr habt getan, was ihr tun musstet. Vielleicht ist es besser so, aber trotzdem frage ich mich, ob alles hätte anders enden können. Danke, dass ihr mir meinen Ring zurückgebracht habt. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und jetzt wäre ich gerne eine Weile allein, wenn es euch nichts ausmacht. Ja, 10 Rastvorräte. Nehmen wir. Ja. Dann ist jetzt strukturell, also ich würde jetzt sagen, wir legen uns mal hin, damit wir auch alle geheilt werden, ne? Mhm. Dann ist jetzt doch das nächste Ziel erstmal die Hütte. Ja. Was ist das hier eigentlich? Warum blinkt das? Mhm. Ja, da werden wir schon irgendwie noch hinterkommen. Bin da guter Dinge. Wollen wir mal mit Anuriel reden? Vielleicht hat die sich was geändert. Ne. Die wird bestimmt auch noch irgendeine Rolle spielen. So, da haben wir alle. Ach, das war der Dingens, den wir da gerettet haben, ne? Mhm. Der Jode. Komm, lauf, Faymor. Lauf! Lauf! Ist das gar nicht unsere Truhe? Bevor sie weg sind, nehme ich sie lieber mal mit. Ja. Ich hätte mir das nur gedacht. Ich eigentlich auch. Du kannst ja mal kurz vielleicht nachschauen, ob es da irgendwie sowas wie eine Safe-Truhe gibt. Ja, mach ich gleich mal. Ja, jetzt wäre auch scheiße, wenn wir es jetzt rausfinden, müssen wir ja alles wieder zurücklegen. Ich bin ja schon dabei. Ah. Andere Frage, wo können wir eigentlich kochen? Können wir hier kochen?
Ja, machen wir erstmal weiter. Mir natürlich falsch sortiert, verdammte Axt, ey. So muss das aussehen. Ja, dann mache ich mich nur auf dem Weg zur Hütte, ne? Hallo? Sag, ja. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Hütte. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, aber scheinbar doch nicht. Ja, okay. Stürme und schlechtes Wetter haben großen Einfluss auf die Spielwelt. Ja, dann. Kohlensäure hat einen großen Einfluss auf mein Aufschussverhalten gerade. Das sieht hübsch aus. Ich mag das Gebiet. Absolut. Scheint auch recht klein zu sein. Hüterin der Blüte steht da. Ihr seid hier? Bitte folgt mir. Mal ganz in Ruhe, ja. Wir müssen erstmal Blumen pflücken. Gibt grundlegende Regeln hier. Vater, Mutti, ich habe nach den Kräutern gesucht, die du verlangt hast, aber es waren einfach nicht genug, um... Schweig! Wie sollst du das denn Normalfall schon lesen? Dreimal! Aber Vater! Genug! Ich kann nicht! Genug! Ja, es ist bestimmt gut. Schweig! Hast du die Regeln vergessen? Du sprichst, wenn ich es sage. Du machst, was ich sage. Ungehorsam führt zu Bestrafung. Und du warst heute Endlich. Zweimal ungehorsam. Aber Vater, dreimal. Also hat ein gewisses Tempo in den Boxen. Ein gewisses Tempo ist gut. Und wir sind wahrlich jetzt keine langsamen Leser. Die morsche Treppe ist schon vor langer Zeit eingestürzt. Sie ist nicht benutzbar. Ja, das haben wir schon gedacht. Irgendein Wahrnehmungswurf war wieder erfolgreich. Verrottete Holzspaliere, an denen vor langer Zeit Kräuter gewachsen sind. Was hast du denn schon wieder wahrgenommen, Jafel? Amiri. Nein, Amiri. Diesmal. Ja! Was? Da war gerade ein ganz kleines Vieh Süßes. Okay. Hast du die Kiste schon mal angeklickt? Ist in der Kiste was drin? Nee, aber gut, dass du sagst. Wenn das der Wahrnehmungswurf war, ne? Ja, du brauchtest den! Ja, wahrscheinlich hätte ich sie sonst nicht anklicken können, das stimmt. Person vergrößern. Witzig. Können wir Lindsay nächstes Mal geben? Oh Gott, bitte lass die nie wieder in unserer Gruppe. Obwohl, die könnte Schloss hacken, ne? Ist das eine Gans? Ne, das ist eine Ente, ne? Das finde ich süß, dass hier Tiere rumwatscheln. Absolut. Oh. Das finde ich jetzt nicht mehr so süß. Doch, doch. Ach so. Wir müssen einfach die Eltern umbringen und dann adoptieren wir deren Kinder und züchten die zu Hunden. Wo
bist mir irgendwie zu sehr bei Minecraft. Oh, wir können die sogar häuten. Hm. Ja, almighty. Da ist was. Nugras alte Notizen. Im Frühling haben die Blätter der Weiden dieselbe Farbe wie ihre Augen. Seine ebenfalls. Wie gern würde ich sie mit Säure ausbrennen. Das ist seine Schuld. Verachtenswert, schwach. Wäre er nicht gewesen, würde sie noch leben. Spricht nicht mit mir, schaut weg, plant etwas, ich weiß es. Ich weiß es. Ich muss aus Wildkräutern ein Versteck vorbereiten. Für meine Talismane. Er ist ein Feigling, aber er kann stehlen und weglaufen. Ich werde es aus ihm rausprügeln. Alles tut weh, kann kaum laufen. Wie konnte er? Wie? Er würde mir nie von sich aus die Stirn bieten. Er sagt, sein Name sei jetzt Hirschkönig. Er sagt, er lässt mich nicht sterben oder gehen. Er sagt, ich soll ihn nicht mehr seinen Sohn nennen. Meinen Sohn nennen, Entschuldigung. Als hätte ich das je getan. Er hat gesagt, ich soll meine Sachen packen, weil wir bald aufbrechen. Er hat jetzt Gefolgsleute und seine eigene Festung. Ich verstecke die Talismane im Kräuterlager. Das sollte ich wohl besser nicht tun. Ich kann nicht fliehen. Das lässt er nicht zu. Na gut. Wenn der Junge der Hirschkönig hinterher wird, dann kann er seinen alten Papa aber foltern, wie er will. Ja. Im Brunnen wachsen Büsche. Ein deutliches Zeichen, dass er vor langer Zeit verlassen wurde. Ja, schon, ne? Achso, warte, ich muss noch eben kurz. Mal Jayfell, die hat doch jetzt gerastet. Die hat doch wieder ihre Spells ready, wa? Mhm. Brechen behandeln, hatte die nicht? Oder hatte Valerie den bekommen, den Spell? Das ist ja kein Gebrechen. Ein simpler Heilzauber tut's ja auch. Ja, also ich glaube, aber sie hatte den Heilzauber. Ein Richtspruch. Na, da, leichte Wunden heilen tatsächlich. Leider auch ein Stufe 1 Zauber. Hm. Weil der wird spätestens dann, glaube ich, häufiger anwendbar sein, wenn wir dann Stufe 1 Zauber als normale Zauber sozusagen haben. Hm. Ist ziemlich neblig, meine Damen und Herren. Sonst kommt wieder Mr. Schnellsprecher. Wo warst du? Wo ich hatte dir aufgetragen, alles für das Ritual vorzubereiten. Du wirst mir nie wieder etwas befehlen. Was? Als dann entfesselte deine Macht. Oder willst du vielleicht die Säure ausprobieren? Ich bin nicht länger dein Sklave. Nicht dein Spielzeug. Nicht dein Sohn. Ich werde dich nicht töten. Deine Kräfte werden mir von Nutzen sein. Ab sofort machst du, was ich sage. Du sprichst, wenn ich es sage. Den Rest konnte ich nicht lesen. Wer ist denn auf die bescheuerte Idee gekommen? Das ist ja schon, wenn du es nicht vorlesen willst, schnell. Wir sollten uns übrigens mal absprechen, wer wann was spricht. Ja, war doch lustig. War doch wunderbar synchron. Ich weiß gar nicht, was sowas. Verschlossen. Ich glaube, Jetal konnte einmal testen. Nee. Kann keine Schlussakne. Hm, schade. Dann muss ich mir wohl wieder eine Notiz anfertigen, oder? Mann. Wir lernen. Nächstes Mal haben wir als allererstes etwas auf Tricks. Yep. Kiste am alten Haus. Mit dieser wunderbar ereignisreichen Tat des ich notiere mir was, endet dann diese wunderschöne Folge auch schon wieder. Was? Ja. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Ey. Zeit vergeht, Leutchens. Ja, wenn man Spaß hat. So, in dem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Miep, miep.